Ich bin Christian von Götz, ich bin Opernregisseur und ich inszeniere hier in Hildesheim die wunderbare Oper Wenn ich König wäre von Adolphe Adam. Uraufgeführt 1852 in Paris. Wenn ich König wäre, ist auch schon gleich das Programm des Abends. Ein junger Fischer, ein armer junger Fischer, stellt sich vor, König zu werden, wenn ich König wäre. Und er wird es tatsächlich, genau für einen Tag. Und was passiert? Er beschließt sozialverträgliche Veränderungen der Gesellschaft. Es ist eine gesellschaftliche Utopie, die da entsteht. Aber er verliert die Macht natürlich nach einem Tag wieder. Und er wird wieder der arme Fischer. Aber trotzdem hat es auch für ihn ein privates Happy End. Denn die Liebesgeschichte mit der Prinzessin, ausgerechnet mit der Prinzessin des Hofes, die geht gut aus am Ende. Das ist schon mal der Stoff, aus dem diese Oper ist. Was mich besonders an diesem Stück interessiert, sind zwei Fragen. Das eine ist, was macht die Macht mit uns, wenn wir sie bekommen? Ja, werden wir wirklich schlecht korrumpiert oder gibt es eine Chance, dass wir sie positiv einsetzen? Und die zweite Frage, die mich ganz stark interessiert hat, ist auch, inwiefern kann man in so festgefügten gesellschaftlichen Ordnungen gegen Rollenbilder und auch Geschlechterbilder revoltieren? Ich lese diese Oper ganz klar von Jacques Offenbach her. Jacques Offenbach, ein Zeitgenosse von Adolphe Adam, der seine großen Opera-Bouffs, also seine komischen Opern auch, in der gleichen Zeit in Paris veröffentlicht hat. Natürlich haben die beiden sich gekannt. Er ist ein sehr starker, gesellschaftlich kritischer, aber auch witziger und verrückt anarchischer Zugriff. Das ist das, mit dem ich mich diesem Stück genähert habe. Ich habe es nicht so als ernste, lyrische Liebesoper gesehen. Das hat mich überhaupt null interessiert, sondern es hat mich interessiert, das wild und verrückt aufzubrechen. Ja? Nicht nur in der szenischen Darstellungsweise, also wie ich die Figuren geführt habe, sondern auch, was die ganze Ästhetik angeht. Also keine Illusion, sondern knackige Farben, wilde Farben, starke Farben, sehr viel artistisches Engagement der Sänger. Und es ist auch sehr, ja, etwas sehr Unbequemes im Sinne von ein wildes Spektakel. Ich habe hier in Hildesheim eine wirklich tolle Cast vorgefunden, die mich sehr begeistert hat, mit der ich super gern gearbeitet habe. Und ich habe gemerkt, die haben auch gerne mit mir gearbeitet. Das ist nicht nur diese fantastische Sonja Isabel Reuter, die Figur der Prinzessin singt und spielt und tanzt und darstellt und turnt. Es ist großartig. Und der auf Weltklasse-Niveau singende Johann Kim, eine Rolle des Zephyrus, das ist auch Uwe Tobias Hieronymi, der eigentlich nur eine kleine Rolle des Strandvogts singt, der aber diesen ganzen Abend begleitet in einer von uns selbst entwickelten Rolle eines Soziologieprofessors von der Sorbonne in Paris, der die These aufstellt, was macht Macht mit uns? Sie macht uns böse. Das Stück erzählt uns das Gegenteil und in der Spannung dieser beiden Thesen entsteht ganz viel Humor und ganz viel theatralische Durchschlagskraft. Und Giselle kommt auch vor.